Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es dieses super leckere Nudelgericht und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Nudelgericht verwende ich diese großen Muscheln. Die kann man in gut sortierten Supermärkten finden. Die sind mega groß und die kann man wunderbar füllen. Und ich benutze ungefähr 24 Stück, aber ich habe vorsichtshalber ein paar mehr gekocht. Ich habe die 5 Minuten kochen lassen, weil die ja im Backofen noch weiter garen. Hier diese Marke habe ich benutzt. Dazu verwende ich selbstgemachte Tomatensauce. Für die Tomatensauce habe ich einfach nur ein bisschen Knoblauch in Olivenöl angeröstet und dann eine Flasche grob passierte Tomaten dazugegeben und das noch mit ein bisschen Gewürzen abgeschmeckt und leicht köcheln lassen, bis es dann so ein bisschen dickflüssiger wurde. Und das habe ich schon gestern Abend gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Soße benutzen werde. Wenn was übrig bleibt, friere ich die ein oder benutze sie für ein anderes Essen. Dann habe ich hier Spinat. Und den Spinat habe ich auch gestern schon vorbereitet. Und zwar habe ich eine kleine Zwiebel kleingeschnitten, in etwas Olivenöl angebraten und den gewaschenen, kleingeschnittenen Blattspinat dazugegeben. Der fällt ja auch sofort in sich ein. Dann habe ich den so ein bisschen gewürzt mit Salz und Muskatnuss und anschließend in ein Sieb getan, damit die restliche Flüssigkeit abtropfen kann. Und dann habe ich hier noch 150 Gramm Mozzarella, geriebene Mozzarella. Davon werde ich die Hälfte in die Füllung geben und die andere Hälfte kommt ganz zum Schluss auf die Nudeln. Und hier habe ich eine Packung Ricotta-Käse. Natürlich noch Gewürze. Ich habe Salz, Pfeffer und Oregano, aber ihr könnt ja die Gewürze eurer Wahl nehmen. Und zum Schluss zum Dekorieren noch ein bisschen Basilikumblätter. Das war es auch schon und dann können wir auch gleich los. Die Pasta-Shells habe ich ja schon vorgekocht, 5 Minuten. Die müssen normalerweise, ich glaube, 8 Minuten oder so kochen. Aber da sie ja im Backofen noch weiter garen werden, habe ich sie so ziemlich al dente gelassen. Die kommen jetzt erstmal beiseite. So, ich nehme jetzt mal die Hälfte von dem Mozzarella-Käse. Dann den Ricotta und den Spinat. Das wird jetzt alles gut verrührt. So, das wird jetzt mit Salz und Pfeffer gut gewürzt. So, die Füllung ist dann auch schon fertig. Ich verwende so eine Auflaufform und da kommt als erstes jetzt ein bisschen von der Soße rein. So ein bisschen, dass der Boden bedeckt ist. Dann nehme ich mir so eine Muschel und so einen Teelöffel, ungefähr so ein gehäufter Teelöffel von der Füllung und fülle das da so rein. Und die kommen jetzt in die Auflaufform. So, ich habe jetzt alle Nudelmuscheln gefüllt. Jetzt kommt wieder ein bisschen Tomatensauce darüber. Und der restliche Mozzarella-Käse. So, das Gericht ist jetzt fertig für den Backofen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Da kommt es jetzt rein. Ich werde es aber mit Alufolie abdecken. So, das leckere Essen ist jetzt fertig. Es war genau 35 Minuten im Backofen, 30 Minuten davon mit Alufolie und die letzten 5 Minuten habe ich die Alufolie weggenommen und es ist jetzt auch servierfertig. Dieses Gericht ist sogar bei Kindern beliebt, die eigentlich nicht so gerne Spinat essen. Probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und über jeden Kommentar. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.